Ich war eigentlich immer bei der Mannschaft dabei, habe sie unterstützt, wo es geht. Aber jetzt ist natürlich geil. Ich bin wieder zurück und heute den Sieg. War eng, aber ist egal. Hauptsache weiter. Powered by TBF, Global Asset Management. Christoph, es freut mich, dich wieder hier beim Interview nach einem Spiel begrüßen zu können. April letzten Jahres hast du dir den Kreuzbandriss zugezogen. Ja. Heute durftest du in den letzten Minuten den Sieg absichern gegen Elzach Jach. Wie sehr freut es dich, wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, natürlich. Erstmal Dankeschön. Freut mich riesig, wieder zurück zu sein. War eine mega, mega lange Zeit. 10 Monate ist schon heftig. Ich war eigentlich immer bei der Mannschaft dabei, habe sie unterstützt, wo es geht. Aber jetzt ist natürlich geil. Ich bin wieder zurück und heute den Sieg. War eng, aber ist egal. Hauptsache weiter. Halbfinale, jetzt schauen wir mal. Aber war am Ende dann doch für dich noch eine Herausforderung, reinzukommen, wo es 4-3 steht und man muss den Sieg absichern. Da muss man ja doch richtig rangehen. Ja, ich hätte es mir auch ein bisschen, gerne ein bisschen anders gewünscht, aber auch geil, wenn es eng ist und nochmal Kampf mitnehmen und ja, Härtetest. Also. Wie hat es in der ersten und zweiten Halbzeit von dir von außen aus gesehen? Elzach hat ja letztendlich mit Sonntagsschüssen uns da immer wieder vor Aufgaben gestellt. Ja. Wie glücklich bist du, dass wir es dann am Ende doch noch gedreht haben? So sind Pokalspiele. Wir kennen es vom Spiel gegen FC Singen, da war es genau gleich. Wir sind eigentlich gut reingekommen ins Spiel, haben gute Chancen uns rausgespielt und dann ein Sonntagsschuss und es war das 1-0 zurück. Und als Oberligist muss man über 120 Minuten gewinnen. Das ist schon im Kopf mit drin, dass man einfach im Zugzwang ist. Und ja, aber letztendlich ist es egal, wir sind weiter und sind mega, mega happy. Wie zufrieden bist du mit deinem Knie? Spürst du noch was oder wie sieht's aus? Klar, also man spürt schon noch gerade den Tag nach der Belastung, aber ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, aber nee, passt, sieht gut aus. Dann freuen wir uns auf weitere gute Spiele von dir. Wir kennen das aus der Vergangenheit und hoffen, dass das wieder in der Zukunft auch unsere Mannschaft zum Erfolg führt. Jawohl, vielen Dank. Ich auch, Dankeschön. Ciao. Damian, herzlichen Glückwunsch. Trotz 3 nicht haltbaren Gegentoren haben wir das Spiel nach Hause gebracht. Wie glücklich bist du heute? Ja, ich bin sehr glücklich, dass am Ende 4-3 für uns ist. Leider 3 Tore, ja, ist ein bisschen zu viel, wollte ich zu 0 spielen, aber ja, bin glücklich, dass wir gewonnen haben und das ist wichtig. Du wusstest ja schon gestern, dass du heute spielen musst. Trotzdem warst du beim Einspielen noch recht nervös. War das dann beim Anpfiff dann verflogen? Ja, also die Trainerteam hat mir dafür das vorbereitet schon seit Mittwoch, aber war immer noch nicht 100%. Und ja, gestern, wo ich diese Nachricht bekommen habe, war ich sehr nervös. Heute Vormittag auch. Und ja, wollte ich einfach mehr ein bisschen machen, aber bin glücklich, dass es am Ende so ist. Ich denke, alle Bälle, die aufs Tor gekommen sind und haltbar waren, hast du gehalten. Letztendlich waren es Sonntagsschüsse und tolle Aktionen von den gegnerischen Stürmern. Wie gut hast du das Zusammenspiel mit der Abwehr gespürt? Ja, wir haben im Trainingswoche haben wir uns für das viel vorbereitet. Ich mit Danny und mit Pepe am meisten über das geredet. Und ja, das, was wir wollen, haben wir im Spiel gezeigt und ja, hat geklappt. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Morgen entscheidet sich zwischen Oberachen und Zingen, wer dann gegen uns antritt. Vielen Dank. Dankeschön.